Der Werkstattbesuch in einem Fahrradladen ist ein Riesen-Pain. Es gibt Zeitungsartikel darüber, es gibt Magazine, was auch immer. Eine große Beschwerde. Ich habe eine Blitzidee, ja, und ich möchte sie in diesem Video mit euch einmal validieren und gucken, ob es einfach nur in meinem Hirn eine Lösung für vielleicht alle unsere Probleme ist oder ob das wirklich eine Lösung ist. Ich werde sie in diesem Video nicht verraten, ja, weil ich sie erst noch weiterdenken möchte. Aber ich möchte mit euch so die Basic dafür mal kurz zusammen besprechen. Das heißt, wenn ihr euch das Thema Werkstatt, Fahrradladen nervt, dann bitte kommentiert dieses Video super fleißig, like dieses Video und teilt es an alle anderen, die das auch nervt, damit es möglichst viele sehen und wir möglichst viel Input bekommen, damit dann diese Idee vielleicht auch zur Realität werden kann. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Markus, ich bin der Inhaber von Fahrradschule Fitbikes, mittlerweile 15 Standorte in ganz Deutschland und ich war jetzt letzte Woche auf einer Konferenz, einem Workshop mit Branchengrößen aus unterschiedlichen Bereichen, Handel, Hersteller, Industrie, Dienstleister und da war ein großes Thema, nämlich Service. Und Service für euch als Kunde, für euch als Fahrradfahrer mit dem Ziel, mehr Leute auf das Fahrrad zu bekommen. Ja, das heißt, der Gedanke war, wenn wir es leichter machen, das Fahrrad Fahrradfahren allgemein leichter zu machen, sprich aber auch den Service dafür zu machen, dann steigen mehr Leute aufs Fahrrad um. Und das ist an sich ein sehr, sehr guter Gedanke. Und genau, das hat bei mir so ein bisschen jetzt gerattert und ich möchte einfach das jetzt einfach mal validieren. Es gibt verschiedene Schmerzpunkte, die ihr als Kunde habt, die es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend machen, ein Fahrrad zu fahren. Ja? Es geht jetzt vor allem um die Kunden, um die Fahrradfahrer, die keine Möglichkeiten haben, keinen Bock haben, keine Zeit haben, den Service am Fahrrad selber zu machen. Diejenigen, die fleißig unsere Videos anschauen, die gerne schrauben, die gerne den Fahrrad am Service machen, die können sich selber helfen. Ja, also von daher ist das überhaupt kein Thema. Es geht jetzt um diejenigen, und das sind die meisten, die da keinen Bock haben. Und ich werde jetzt mal ein paar Schmerzpunkte erzählen. Und ihr sagt mir bitte, ob das jetzt nur das Hirn des Fahrradhändlers ist oder ob es wirklich so ist. Also, ein Thema ist Wartezeit. Ja? Ihr habt ein Problem bei einem Fahrrad oder ihr wollt es zum Service bringen, vielleicht vorbereitend für eine große Fahrradtour oder wie auch immer. Und ihr braucht einen Termin meistens. Die eine oder andere Fahrradwerkstatt hat vielleicht erst in 6, 7, 8, 9, 10 Wochen einen Termin. Vielleicht und der Händler aber auch nicht wirklich nur euer Fahrrad an, sondern sagt, nee, ihr habt es nicht bei mir gekauft, fertig. Also, überhaupt einen Platz in einer Werkstatt zu finden, zeitnah, ist schon mal, glaube ich, ein großes Thema. Schreibt gerne in die Kommentare unten rein, wenn es so ist oder nicht so ist. Dann das zweite ist die Anfahrt. War früher überhaupt kein Thema, mittlerweile aber ist es ein großes Thema geworden, denn wenn ihr zum Beispiel ein E-Bike, was 25, 30, 35 Kilo wiegt, einen Platten hat, hat nicht jeder die Möglichkeit, das einfach ins Auto einzuladen und zum Fahrradladen zu bringen, sondern es wird vielleicht echt ein Act, das zu einem Fahrradladen zu bringen. Wenn wir jetzt weiterdenken zum Thema Lastenrad, was ja eigene Fahrzeuge sind, dann wird es noch komplexer. Ja? Auch das, glaube ich, ist ein großer Schmerzpunkt und hier und da auch ein Hinderungsgrund, das Fahrrad mehr zu nutzen. Dann der dritte Punkt ist sozusagen der Stress im Laden. Ja? Viele sagen immer, der Fahrradladen ist total hochnäsig, ist total arrogant und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich ist es auch der Stress im Laden. Ja, das heißt, dass man keine Zeit für einen hat, dass alles schnell laufen muss, dass man vielleicht auch abgewiesen wird. Also dieser Stress ist, glaube ich, auch etwas, was keiner möchte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Dann kein Rad, kein Service, wenn das Rad nicht bei dem Händler gekauft worden ist. Ist auch ein Thema, ja, wird ja auch mal wieder als hochnäsiger Fahrradhändler beschrieben, ist aber häufig einfach nur ein komplett überforderter, überrannter Laden, der nicht mehr weiß, wo oben unten ist und eben sich dann zu helfen weiß, indem er seinem Kunden, der viel Geld bei einem gelassen hat, am besten helfen möchte und dem anderen eben nicht. Ja? Aber es ist sehr, sehr häufig ein Kommentar in den Videos und drunter, dass man beim Fahrrad keinen Servicepartner findet, wenn man es woanders gekauft hat. Das waren jetzt so meine Argumente. Argument ist falsch. Meine Schmerzpunkte der Kundschaft. Und jetzt habe ich nochmal zwei Arten von Anliegen sozusagen. Das eine Anliegen ist eine kurzfristige Reparatur. Also Beispiel, du fährst mit dem Fahrrad in die Arbeit und hast einen Platten.
Das ist eine sehr kurzfristige Reparatur. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrfähig. Es muss sofort repariert werden. Das ist meiner Sicht so, wo die Dringlichkeit am größten ist. Es muss kein Platten sein, das kann auch eine kaputte Kette sein, eine Bremse, was auch immer. Also irgendwas, was sozusagen das Fahrrad fahrunfähig macht. Und das zweite Anliegen ist ein regelmäßiger Service. Ja, das heißt, wir alle wissen, das Fahrzeug, das Auto, das Fahrrad muss einmal im Jahr zum Service und das muss irgendwie passieren. Das ist aber nicht dringend. Das kann auch im Winter passieren, das kann auch passieren, wenn ich im Urlaub bin. Das kann geplant sein, weil es nicht einfach so auftaucht. Das sind so diese zwei Anliegen. Ja? Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Anliegen seht oder wenn ich mich auch irre. Es ist jetzt hier erstmal nur so ein Austausch und es wäre super cool, wenn da ganz, ganz viele mitmachen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, wir haben echt so ein Ding gefunden. So, jetzt gibt es aber auch den Fahrradhändler und die Seite will ich auch nochmal zeigen. Weil wir immer sehr häufig als arroganter, geldgeiler, also immer Laden dargestellt werden. Also nicht wir Fitbikes und wir gar nicht, aber viele Fahrradhändler, wenn man sich die Kommentare anschaut. Das Problem der Fahrradhändler ist, dass wir uns jahrelang den Mund fusselig reden, dass man am besten das Fahrrad zum Service im Winter bringt. Denn da ist wenig los, da haben wir Zeit, da braucht ihr das Fahrrad nicht. Und alle sagen immer, ja, ich bringe das dann im Winter zum Service, bla 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 bla. Und dann kommt Schnee, dann kommt Regen, dann kommt Herbst. Und das Fahrrad bleibt im Keller stehen. Und dann kommt sozusagen der Frühling, dann möchte er ein Fahrrad fahren und stellt fest, ah ja, ich habe ja noch ein Fahrrad, das muss ich jetzt aber schnell noch zum Händler bringen. Und das ist einer der größten Probleme, dass alle immer auf einmal kommen. Das heißt, wenn es draußen schön wird, wenn der Frühling, der Sommer sich ankündigt, bam, dann ist die Fahrradwerkstatt bis in die Dachkante voll und alle decken ihr Fahrrad wieder. Aber für den Händler super schwer planbar, weil so wie dieses Jahr kann der Sommer ein bisschen später kommen, er kann früher kommen, aber er kann sich nicht darauf einstellen. Dann haben wir das Thema Mitarbeiter. Mitarbeiter brauchen wir, wenn man ein Fahrrad schrauben will. Das ist ja kein Softwareprodukt, was man einfach beliebig hochskalieren kann, sondern es ist eine Dienstleistung am Fahrrad, am Kunden. Wir brauchen also dafür gute Mitarbeiter. Gute Mitarbeiter sind schwer zu kriegen und kosten Geld. Das ist ja auch eine Anklage an viele Fahrgeschäfte, dass wir als Fahrradhändler zu schlecht bezahlen. Das Problem aber ist wieder das hier. Ja, hier ist Winter, dann kommt Frühling, dann brauchen wir ganz, ganz viele, haben wir ganz viele Aufträge, brauchen ganz, ganz viele Mitarbeiter und hier ist wieder weniger. Hier brauchen wir schon wieder weniger Mitarbeiter. Das heißt, weniger Mitarbeiterleistung. Das heißt, das Problem der Fahrradhändler ist, dass wir zum Zeitpunkt, wo alle kommen, eigentlich immer zu wenig Manpower oder Womanpower oder was auch immer Power, Handpower im Laden haben und im Winter dann zu viel. Ja? Und du hast da keine Regelmäßigkeit drin und das ist auch für die Mitarbeiter super anstrengend, weil sie eigentlich von März, April, Mai, Juni, Juli irgendwie 7 Tage vor durcharbeiten könnten, ja? Familien nicht sehen und so fort und im Winter Freizeit haben ohne Ende. Das ist nicht besonders familienkonform und es gibt eben Angebote aus der Industrie, wo man in einer 35, 36 Stunden Woche mit sehr viel Geld mehr viel relaxter seinen Alltag machen kann. Und trotzdem als Fahrradhändler arbeitet. Und das ist natürlich das Problem des Handels, sozusagen. Dann haben wir auch als Händler ein sehr, sehr hohes Stresslevel, weil wir immer am Reagieren sind. Das heißt, es kommen Anfragen in den Laden rein, was ja potenziell immer gut ist, aber sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Der eine will sein Rad reparieren lassen, der andere hat ein langfristiges Problem, der hat ein Fahrrad kaufen. Also wir haben nicht so wie beim McDonald's oder bei irgendeinem Restaurant eine Anfrage, sondern es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Arten von Anfragen, die es wieder sehr schwer machen, diese auch jede gut zu beantworten. Also, wie gesagt, kein Jammern hier, sondern es geht einfach nur darum, mal darüber nachzudenken, wie die Situation sozusagen im Handel ist. Ich habe auch hier überhaupt nicht drüber, also ich habe nicht lange darüber nachgedacht, das ist eine völlig spontane Sache, aber ich wäre super cool, wenn sowohl Fahrradhändler als auch Fahrradladenkunden ganz, ganz fleißig unter dieses Video kommentieren. Vielleicht gibt es noch, es gibt garantiert noch andere Pains, Schmerzen, Dinge, die dich am Fahrradladen nerven, schreibt sie unter das Video. So, ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, mal schon mal eine ähnliche Gedankenblitz gehabt, wo ich gesagt habe, was wäre denn, wenn man den Preis im Fahrradladen, in der Werkstatt, im Service, wie an der Börse macht. Also Angebot und Nachfrage ist ja sozusagen eigentlich Standard, aber Angebot und Nachfrage bedienen wir
jahresweise. Das heißt, wenn wir eine hohe Nachfrage haben, wobei, das ist eigentlich nur gesagt, also Angebot und Nachfrage gibt es eigentlich im Fahrradladen nicht. Der Fahrradhändler, die meisten Fahrradhändler, nicht alle, aber 90%, 95% heben irgendwie alle 3-4 Jahre mal ihre Servicepreise ein bisschen höher. Aber es gibt keinen, wow, jetzt haben wir einen hohen Andrang und jetzt müssen wir die Preise eigentlich höher machen und im Winter einen niedrigen Andrang. Es gibt ein paar Händler, die machen irgendwie so, dass im Winter dann die Preise günstiger sind, aber das war es eigentlich auch schon. Meine Idee damals war, dass wir es so machen wie an der Börse. Das heißt, wenn die Werkstatt ausgelastet ist oder überlastet ist, dann steigen die Preise und wenn die Werkstatt leer ist, dann sinken die Preise. Da war das super kontrovers, deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Ja? Es war jetzt nicht so, was die Leute gesagt haben, super gut. Was aber gut wäre für den Fahrradladen, wäre, dass man besser planen kann, weil dann könnten wir die Mitarbeiter besser bezahlen. Wir könnten einfach unseren Alltag einfach strukturieren, was dem Kunden wieder helfen würde. Das heißt, wir bräuchten irgendein System, was planbar ist und wo vielleicht ein Kunde und ein Laden sich auch zusammen committen. Das heißt, okay, man plant gemeinsam, dass das Fahrrad geserviced wird, gemeinsam, dass bei Themen man schnell helfen kann und der Händler kann auch damit planen. So, erstmal vorneweg gesagt. Genau. Also, ich habe eine Idee, die könnte richtig gut sein. Schreibt in die Kommentare, ob ich sozusagen den Pain, den Schmerzpunkt von euch Kunden, von euch Fahrradhändlern richtig erkannt habe. Und lasst uns gemeinsam gucken, ob diese Idee, dieser Ansatz, den ich schon ein bisschen im Groben schon mal gesagt habe, eine Lösung wäre. Bitte haut rein, ja, wenn wir es gemeinsam schaffen, hier ein Produkt zu bauen oder einen Lösungsansatz zu bauen, der euch als Kunden und uns als Fahrradhändlern sozusagen helfen würde, dann wäre das der Hammer. Ja, das wäre einfach nur der Hammer. Denn ich verrate noch ein Geheimnis. 97,8% aller Fahrradhändler sind keine arroganten, geldgierigen Leute, sondern wollen eigentlich nur einen guten Job machen. Ja, und wollen wirklich helfen. Und die Rahmenbedingungen sind aber dafür hier und da nicht ideal und es wäre vielleicht cool, wenn wir die Rahmenbedingungen ändern können. So, Sonntagmittag. Vielen Dank, dass ihr dieses spontane Video angeschaut habt. Entschuldigt die Sprachqualität, aber haut in die Tasten. Es wäre mir ein Anliegen, wenn wir das hier lösen könnten. Also, und Kanal nicht abonnieren, nicht vergessen. Bis dann, ciao.